Servus Peter. Hi Bela. Lange nicht gesehen. Zwei Wiener auf einer Retro-Tour. Das heißt, du bist ja so nur ein durchgeschleuster Wiener. Ja, also ja? Komischerweise liebe ich diese Stadt. Offenbar ist es in die Genetik eingebaut worden, in dem Babyjahr. Ja. Gut, ich an, dann fahren wir los. Ich bin nur ein halbes Jahr dort, habe das erste halbe Jahr meines Lebens dort verbracht. Aber geboren? Geboren in Hietzing, im 13. Im 13. oder Leins hieß es. Ja, 13 ist Hietzing, perfekt. Ja. Ich ging da zur Schule, wunderbar. Genau, da kann ja nur eine Karriere bei rauskommen, oder? So, Bela Reti, die Mikrofonstimme des deutschen Fußballs. Willkommen. Jetzt machen wir eine kleine Retro-Tour durch den Taunus. Fahren wir in den Herbstwald. Genau. The Voice. Ja. The Sport Voice, ja, im Besten, denke ich. Genau. Gibt es auch Leute, die dich nur aufgrund deiner Stimme am Telefon zum Beispiel erkennen, Fremde? Grundsätzlich erkennen sie mich am Telefon. Wenn man zum Beispiel bei dem Mobilfunkanbieter anruft und dann heißt es dann, sagen Sie mal, eine Frage hätte ich noch. Ja. Sind Sie der Bela Reti? Ich sage, der, ja, genau. Der one and all, ja, der. Ja, aber oft, ich bin ja oft im On auch, durch diverse andere Formate. Und manchmal rätseln die Leute so ein bisschen, ist er es nicht? Und kaum sage ich guten Tag, wissen sie es, das ist er. Ja, ja. Der, ja. Na, ist ja toll. Also die Stimme ist ja wirklich Donnerwetter. Bela, also, du Fußballexperte, Nagelsmann, ist das eine gute Idee für dich? Eine mutige Idee. Ich finde, das Problem könnte sein, dass Julian Nagelsmann ein ganz bestimmtes Konzept verfolgt, was aber tägliche Trainingsarbeit erfordert. Also das Einstudieren von bestimmten Abläufen, das geht ja nur im Verein, ja, und nicht in der Nationalmannschaft, wenn man sich alle paar Wochen sieht. Das heißt, er muss seine Philosophie eindampfen, also wie beim guten Rezept, ja, so einfach einkochen und auf 3-4 wesentliche Elemente reduzieren. Und dann ist das, glaube ich, eine gute Lösung, weil er auch, ich glaube, Menschen auch rhetorisch und emotional bewegen kann. Und das muss man machen bei der Nationalmannschaft. Also der Magath sieht das anders, der sieht das sehr, sehr kritisch. Magath ist auch fast 70, das ist ein Generationskonflikt. Das sind wir auch bald. Ja, genau, das ist ein Generationskonflikt. Ja. Und Felix ist natürlich so einer, der sich auch gerne selber positioniert sieht. Also er traut. Ich würde es ihm auch zutrauen übrigens, aufgrund seiner Erfahrung. Aber wenn man Aufbruchstimmung erzeugen möchte, dann nimmt man keine 70-Jährigen, glaube ich. Ah ja, gut. Oder also doch? Das lasse ich jetzt mal so stehen, ohne dass ich widerspreche. Aufbruchstimmung, ja. Wenn zwei ältere Semester sich unterhalten, dann beleidigt keiner den anderen. Du bist gut. Bela, aber ich lege noch einen zu. Der Nagelsmann hat ja schon bei den Bayern nicht funktioniert. Das stimmt doch gar nicht. Das sagen alle, aber der ist entlassen worden zu einem Zeitpunkt, als Bayern München in allen Wettbewerben war. So, da kam der Nachfolger Thomas Tuchel, die sind mehr oder weniger deutscher Meister geworden, auch noch aus Versehen, weil Dortmund den letzten Spieltag verschenkt hat. Also er hat sehr wohl funktioniert und ich glaube, der Hintergrund war ein anderer. Die haben Thomas Tuchel schon mal haben wollen, haben zu lange gezögert, haben den Zeitpunkt verpasst. Hat der Thomas Tuchel in Paris schon zugesagt. Und da war das Zeitfenster gerade da. Und offenbar hat die Führungsmannschaft auch nicht so gut funktioniert. Denn einige Monate später sind ja diejenigen, die Nagelsmann entlassen haben, nämlich Salihamidžić und Kahn, ebenfalls gegangen worden. Ja. Naja, gut, aber auf der anderen Seite hört man doch immer wieder in der Nationalelf, die Hälfte der Nationalelf kommt aus Bayern. Also aber schon seit dem Mittelalter ist es. Oh, haben die da schon Fußball? Ja, also irgendwie schon. Ja. Irgendwie, der altes Stück Kürbis irgendwo hingeschossen. Ja, ja, genau. So, aber jetzt Spaß beiseite. Wenn also der FC Bayern kriselt, dann kriselt die Nationalmannschaft. Genau, wobei die Krise der Nationalmannschaft nichts mit den Bayern zu tun, sondern auch mit dem Bundestrainer Hansi Flick, der die Mannschaft, wenn man diese Dokumentation, die ich auch vertont habe für Amazon, All or Nothing, wenn man da in diese Gesichter geschaut hat bei den Ansprachen, nachdem man gerade das erste Spiel verloren hat gegen Japan, leere Augen, keine Emotionen,
der Trainer hat sie nicht erreicht. Also das ist, glaube ich, für mich das größere Problem. Ja, ja gut. Also würdest du sagen, dass es zurzeit beim FC Bayern so wahnsinnig gut läuft, trotz Tuchel, ist ein guter Mann, keine Frage, soweit ich das beurteilen kann. Aber also so Champions League, weiß nicht, ob das so Nein, das ist so noch läuft. Nicht so gut. Die Gruppenphase sind Ergebnisse. Jetzt haben sie in Kopenhagen gespielt, das habe ich gesehen, das war ganz schwach. Haben aber dann doch aufgrund ihrer individuellen Qualität das Spiel ja doch noch gewonnen. Aber für die Champions League sind sie nicht favorisiert, wären sie mit Nagelsmann auch nicht gewesen. Da gibt es andere Mannschaften im Moment, die stärker aufgestellt sind. Also du sagst, es ist so gesehen ein Teamversagen, wenn ich das so sagen darf, gewesen mit Oli Kahn. Bei Bayern, ja. Ja, bei Bayern. Mit Oli Kahn, mit Brazzo, ja. mit einer großen Nervosität, die diesem Verein eigentlich nie gekennzeichnet hat. Bayern war immer souverän, entspannt. Wir san mir. Auf einmal haben sie die Nerven verloren. Ja, völlig unnötig gewesen, die Nagelsmann-Entlassung. Bleibe ich dabei. Also nur deutscher Meister wären sie mit Nagelsmann auch geworden. Ja. Gut, aber dennoch mutet manches ein bisschen merkwürdig an beim FC Bayern. Stichwort Boateng. Also ist das eine gute Idee? Wie kommen die entgegen? Spinnen die, ja, oder was? Einbahn. Das glaubst du nicht. Ja. Boateng, ja, also ich meine, natürlich haben sie in einer Einkaufspolitik Fehler gemacht. Die haben nur drei Innenverteidiger, also wenn da oder kommen Alternativen. Boateng hätte ich gar nicht gehen lassen damals übrigens. Ist immer noch ein guter Mann. Ist natürlich der Fall jetzt, dass ein schwebendes Verfahren noch anhängt, wegen häuslicher Gewalt. Auch da sage ich einfach mal, da ist noch nichts entschieden. Wir haben einen Rechtsstaat und wir können den Rechtsstaat nicht nur dann nehmen, wenn uns gerade passt und gerade gefällt, sondern da gilt erstmal die Vermutung, die Unschuldsvermutung. In dubio pro reo. In dubio genau pro reo. So. Erstmal so. Das gefällt nicht jedem, aber der Rechtsstaat, den kann man sich nicht einfach die Rosinen rausbicken, sondern der ist da, wie er da ist. Gut, aber es gibt ja auch internationale Stimmen, die sagen, im letzten Jahr, als er eben nicht mehr bei Bayern gespielt hat, hat er auch nichts auf die Reihe gekriegt. In Lyon, ja, gut, das ist, manchmal passt man zu einem Verein, manchmal nicht. Ist für mich auch kein Stammspieler. Also wenn man den holt, ist das eine Alternative. Ein sehr routinierter Mann, der Weltmeister geworden ist, der alles erlebt hat. Also ich würde es machen, aber ist noch gar nicht fest, ob es geschieht. Ja. Nochmal zurück zu den Bayern, die ja eben wirklich, wie du ja auch bestätigt hast, in einer untrennbaren Zusammenhang mit der Nationalmannschaft stehen. Ja. Die haben zwar einigermaßen Geld, aber sind schon die Einzigen in der Bundesliga, Dortmund ein bisschen etc. Ja. Ist der deutsche Fußball chronisch unterfinanziert? Na gut, das Verteilprinzip ist falsch. Also je erfolgreicher man ist, desto mehr Geld bekommt man und dadurch geht die Schere immer weiter auf und die Diskrepanz wird immer größer. In England ist es zum Beispiel anders, da gibt es einen sogenannten Schirm. Also wenn jemand aus der Premier League absteigt, aus der reichsten Liga der Welt, in die zweite Liga, das heißt Championship in England, bekommt man aus einem Solidarpool eine unglaubliche Kohle, um diesen Absturz aufzufangen. Das Solidarprinzip ist zwar da in der Bundesliga, aber so, dass die Reichen reicher werden. Die Armen werden auch reicher, aber im Verhältnis nicht. Ja. Na gut, so ein Pool ist eine Geschichte, aber diese unendlichen Sponsor- und Finanzierungsmöglichkeiten, um es im Klartext zu sagen, also das Scheichgeld, ja, das ist bei PSG. Das haben sie jetzt nicht. Ja, okay. Aber trotzdem, hier fließen Summen, die sind ja aberwitzig. Wo hört denn für dich dieser Millionen, fast Milliarden Wahnsinn bei den Gehältern auf? Gar nicht hört das auf. Das ist wie die nach oben offene Richterskala. Ja, und wo soll es aufhören? Ja, es hätte schon längst aufgehört haben müssen. Aber das ist natürlich so, das ist Marktwirtschaft. Das ist moralisch nicht vertretbar, dass zwei Drittel der Welt am Verhungern ist. Aber würdest du ein Gehalt von 3 Millionen pro Woche ablehnen? Also wir sollten auch nicht so moralisch sein gegenüber anderen, wenn wir es selber nicht machen würden. Nein. Das ist nur die eine Facette. Okay, da gebe ich dir recht, das ist keine Frage. Aber es gibt ja immerhin den internationalen Fußball. Und wenn es in ganz bestimmten Bereichen eben eine Überfinanzierung gibt, die andere Clubs, Staaten etc. nie erreichen können, dann muss ich doch irgendwann mal davon ausgehen, dass es in den Champions League Finals nur noch Spanien gegen England Das ist ja schon längst so geschehen. Und im Grunde genommen, gut, die
Bayern haben sich natürlich ihren Status auch irgendwann mal einst erarbeitet. Die waren ja nicht mal Gründungsmitglieder der Bundesliga, sondern sind 2 Jahre später erst hinzugekommen. 1965 hatten sie das Glück mit dem Olympiastadion in München. Damals waren die Zuschauereinnahmen unheimlich wichtig. Inzwischen macht es nur noch 19% aus des gesamten Budgets. So, und dann hat man seinen Status, einen Ruf, man hat dreimal nacheinander den Europacup gewonnen in den 70er Jahren. Und das ist alles, das ist in Bochum und bei Hertha BSC oder in Kaiserslautern eben nicht geschehen. Ja, und das ist erstmal der Sockel des Ganzen. Wir müssen trennen zwischen moralischem Anspruch und der kapitalistischen Wirklichkeit. Ja, ja. Aber es gibt ja, das ist schön und richtig gesagt, aber es gibt ja dann, wenn man so will, sagen wir jetzt mal so Volkesstimme, die dann eben sagen, dieses Geld macht den Fußball kaputt. Siehst du das auch so? Der wird irgendwann den Wettbewerb kaputt machen und damit den Fußball. Es gibt ein Beispiel aus dem Eishockey, dann hat man diese DEL mal gegründet. Man hat diese Liga damals versteckt im PTV. Die Vereine haben sich dann Tiernamen gegeben und dachten, die seien dann so gut wie die Amis. Ja? Und diese Sportart ist den Bach runtergegangen. Es gab keinen Absteiger mehr, also Amerikanisierung des Systems. Irgendwann sind sie aufgewacht, jetzt kann man Eishockey auch frei empfangen. Und das ist ein Managementfehler. Und im Grunde genommen ist das schon ein Zerstörungsmechanismus, der da am Laufen ist. Denn die Champions League-Reform zum Beispiel, das ist eine heimliche Einführung der Super League. Ja, es ist ja keine Gruppenphase mehr mit 4 Mannschaften, sondern ich glaube 10 Mannschaften pro Gruppe, die eine Art Punktesystem ausspielen. Das ist eine Geldvermehrungsmaschine und ja, du hast recht, irgendwann wird das auf Kosten des Wettbewerbs gehen. Übrigens beim Eishockey war das damals so, dass die Fans dann aufs Land gegangen sind, wo die Bauernbuben sich mit den Hölzern auf die Zähne gehauen haben, nach Bad Tölz, nach Landshut, nach Kaufbeuren, nach Riesersee, nach Garmisch, weil dort der wahre Eishockeysport gespielt worden ist. Interessanterweise verzeichnen die unteren Spielklassen, neulich Regionalliga in Deutschland, 4. Liga, Alemannia Aachen gegen Wuppertal, 28.000 Zuschauer. Ja, weil die Leute doch offenbar die Sehnsucht haben nach dem wahren, nach dem erdigen Fußball. Gut, die Zuschauer kommen trotzdem ins Stadion, trotz der hohen Preise. Also das heißt, solange es keinen wirtschaftlichen Schaden nimmt, so zu handeln, wird man weiter so handeln. Das ist wie bei den Krämern. Ja, aber Sehnsucht zu Fußball, das ist natürlich jetzt eine Vorlage für mich, weil man hört von vielen Fanclubs, dass bedingt durch diese, einerseits durch die Übermacht von ganz bestimmten Vereinen, andererseits, das hängt ja damit in einem gewissen Zusammenhang, natürlich durch diese wahnsinnigen Finanzierungsmethoden, dass die Emotion des Fußballs auf der Strecke bleibt. Siehst du das auch so? In den Stadien sehe ich das nicht so. Das Herz schlägt natürlich nicht mehr höher, aber wie ich gerade sagte, solange jedes Spiel ausverkauft ist, und das ist es fast immer in Europa, ja, dann werden die Gestalter, die Protagonisten, die führenden Funktionäre sagen, was meckert hier? Läuft doch. Ja, nochmal DFB. Es ist eine Unterhaltungsbranche geworden. Ja. Es merkt man auch daran zum Beispiel, dass Kinder und ganz junge Leute ja gar keine richtigen Vereine mehr haben, sondern die folgen Superstars. Das heißt, wenn Kylian Mbappé Paris verlässt und zu Real Madrid wechselt, bebt das Netz. Genau, da bebt das Netz, da folgt man dem Mbappé. Also da folgt man nicht dem Verein Paris, sondern da folgt man dem Spieler und dann wandert man mit nach Madrid zum Beispiel. Ja. Naja, nochmal, DFB, wir reden ja heute wahnsinnig viel jetzt über Personalien. Erklärt, Personalien ist ja das Herz des Fußballs, sowohl am Spielfeld als auch im Managementbereich. Managementbereich DFB, es hat ja jahrelang rumort beim DFB im Managementbereich. Jetzt haben wir neue Personalien seit einem Jahr. Wird's jetzt ruhiger? Ruhiger nicht, aber vielleicht konstruktiver. Die haben jetzt als Sportdirektor einen großen Verbandskritiker eingestellt. Also die haben den Bock zum Gärtner gemacht mit Andreas Rettig. Das ist ein sehr cleverer Schachzug. Ein guter Mann, guter Fachmann, der auch mit kleinen Clubs wie Augsburg oder früher in Freiburg und St. Pauli sehr erfolgreich gearbeitet hat. Der ist jetzt beim DFB plötzlich ein Systemkritiker, ein eher linksorientierter Funktionär, der auf Nachhaltigkeit, auf solche Dinge achtet und nicht nur auf Kommerz. Das ist eigentlich ein guter, ein mutiger Schritt
vielleicht Veränderungen herbeizuführen. Der neue Präsident Bernd Neuendorf hat damit das erste Mal richtig Profil gezeigt. Ja. Okay, Profil wirst du jetzt zuzeigen, weil jetzt geht's ans Persönliche. Jawohl. Was war? Ja. Jawohl. Ja. Was war denn für dich das tollste Länderspiel, erst noch nicht Club, erstmal Länderspiel, das du je kommentiert hast? Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Jetzt nicht von der Spielleistung her, sondern von dir als Kommentator. Na gut, das war natürlich mein erstes Endspiel, was ich kommentieren durfte, 1996 im Tempel, im alten Wembley-Stadion noch, in London, Deutschland gegen Tschechien. Da war das erste Golden Goal der Geschichte von Oliver Bierhoff. Ist Deutschland Europameister geworden, übrigens zum letzten Mal, gegen die Tschechische Republik. Und ich habe am Donnerstag, 3-4 Tage vor dem Endspiel, erst erfahren, dass ich der Reporter sein werde. Das war also insofern. Und dann mit der Geschichte, ausverkauftes Wembley-Stadion, 2 Tore eines Einwechselspielers, der überhaupt nicht vorgesehen war für den Kader, der nur mitgenommen worden ist von Bertie Vogts, weil die Frau von ihm damals gesagt hat, nimm den Bierhoff mit, der ist so nett. Ja? Und der schießt also dann die entscheidenden Tore. Es ist eigentlich Wahnsinn. Das war Fußball, so war früher Fußball auch. Ne? Also, ich bewundere das, was du so viele Jahre zurückliegend mit den Namen, mit den Spielern, wer wann wo ein Tor geschossen hat. Also ich würde mir das nicht merken. Ja gut, ist ja mein Beruf. Ich meine, wenn ich Atomphysiker wäre, könnte ich dir jedes Teilchen aufzählen. Ja, okay. Okay, dann erzähl mir ein paar Details aus dem Clubbereich. Was war im Clubbereich dein schönstes Spiel und dein unerträglichstes Spiel? Gut, live, wir reden von Live-Spielen. Ja, klar. Ja, nicht von den Zusammenfassungen. Ja gut, das war, wir haben 2012, 2013 im ZDF Live-Rechte bekommen für die Champions League. Ein Spiel pro Runde. So, und in dieser Saison ergab es sich, dass ebenfalls im Wembley, meine Geschichte ist viel mit Wembley verknüpft, das Endspiel der Champions League lautete Bayern München gegen Borussia Dortmund. Ein Hochdramat mit Jupp Heynckes. Damals vermeintlich sein letztes Spiel, der kehrte dann doch wieder, Jürgen Klopp auf Dortmunder Seite. Ein hochdramatisches, spannendes Spiel. Bayern gewann ganz spät durch ein Robbentor mit 2-1. Und das war für mich das emotionalste Vereinsspiel. Ist ja toll. Ja, weißt du, mir fehlt was. Was? Ja, mir fehlt, dass du jetzt nicht bei den besonderen Spielen 2008 erwähnt hast. Deutschland-Türkei in Basel. Da hast du ja was gemacht. Du hast ja nach Vereinsspiel gemacht. Ja, Moment. Okay. Also, aber emotional. So, damals hast du was gebracht. Ich weiß nicht, ob sich die Zuschauer daran erinnern können, vielleicht manche. Ja. Da hast du eine unglaubliche Geschichte gebracht. Da hast du kommentiert und hast schon Tor gerufen und hast das Tor kommentiert und berichtet. Der Ton-Bild-Versatz. Okay. Genau. Ja, das musst du erklären. Aber in Wirklichkeit ist er noch nicht mal in die Flanke gefallen. Was ist denn da passiert? Ja, zunächst ist Folgendes passiert. Das war das Halbfinale der EM in Basel. Deutschland gegen die Türkei. Zunächst ist passiert, dass ein kompletter Bildausfall in Europa durch ein Gewitter in Wien, ja, in unserer Geburtsstadt Wien, weil die UEFA dort saß und dort von dort zentral die Bilder gesteuert worden sind, aus einem IBC, aus einem internationalen, aus einem Fernsehzentrum. Und ein Blitz oder ein Gewitter, ein Blitzeinschlag hat das komplette Signal zerstört. Mhm. Für ganz Europa. So, das war erstmal der Fakt. Da habe ich erstmal 14, 15 Minuten lang Radio gemacht. Auch nicht schlecht. Ja, also ohne Bild. Dann hat ein findiger Techniker im ZDF entdeckt, dass die Schweizer unabhängig von dieser Hauptbildquelle in Wien einen eigenen Übertragungswagen hatten. Ich ahne. In Basel. Dieses Bild wurde angezapft und ausgestrahlt. Ihr Räuber? Nein, das war auch legal, bestimmt. So. Also ganz bestimmt war das legal, ja? Oder wir sind mit der Kollegen, wir sind ja, das war SRG, heißen die, also das ist ja ein Mitglied der Europäischen Broadcast Union, der EBU. Also wir haben das einfach gemacht. Aber dann passierte in der Tat Folgendes, dass der Ton schneller war als das Bild und da war die Flanke noch in der Luft. Klose macht dann das Tor und 4 Sekunden bevor es einschlägt, rufe ich schon Tor durch Miroslav Klose. Da wollen die Leute die Lottozahlen von mir wissen. Ja, genau. Ja. Weil die wenigsten gewusst haben, dass du wegen des Bildtonversatzes das eben vorher... Das wusste ich natürlich. Auch den Bildausfall habe ich als letzter erfahren. Mein Assistent sagt, ich merke schon, das war der Martin Schneider, der ist die Ruhe in Person. Und auf einmal wurde er ein bisschen nervös. Das ist er sonst nie. Schlechtes Zeichen bei dem. Und wurde unruhig und drückte auf irgendwelchen Knöpfen rum. Ich sage, Martin, was ist los? Ja, warte mal, ich sag's dir gleich. Und auf einmal sagt er, wir haben seit ungefähr 6-7 Minuten kein Bild. Aha, prima, dass man das auch als letzter erfährt, als Kommentator, als Verkäufer. Du bist am Ende der Nahrungskette. Ja. Und
dann haben wir das erstmal überbrückt und dann kam diese, also ich wusste gar nicht, wie alles rüberkam. Wir haben in Freiburg gewohnt, es war ein warmer Tag. Ich dachte zunächst mal, der Bildauswahl betrifft wirklich nur die Schweiz oder nur Basel, weil es extrem schwül war. Ja. Also und hinten sah man Wetterleuchten. Also, aber der Zusammenhang war ein anderer und da saß man dann auch im Garten des Hotels, haben erstmal gar nicht kapiert, was heute los war, haben zwei Weizenbier getrunken und am nächsten Morgen war der ganze Parkplatz voll mit Fernsehteams, Bild-Zeitung, Headline, erste Seite, Spiegel TV, RTL News, ARD, ZDF, alle standen auf dem Parkplatz. Ich wollte einfach nur nach Hause fahren. Ja, Bela Reti ist Wahrsager geworden. Genau. Nee, auch vor allem wegen des Ausfalls, selbst wegen des Radiokommentars. Ja. Ich wollte, also war mein letztes Spiel bei dem Turnier, weil das Finale hat dann die ARD gemacht. Und ich wollte eigentlich nur nach Hause nach 3-4 Wochen. Ja? Und ich kam nicht mal zum Packen, weil permanent das Telefon geklingelt hat. Wir sind ja beide öffentlich-rechtliche Gewächse. Ja. Immer dabei geblieben. Du hast unendliche, ich sag's es jetzt mal so, vielleicht wissen Sie auch einige, unendliche Angebote von den Privaten bekommen. Ja. Die zahlen natürlich, deswegen sage ich öffentlich-rechtlich, erheblich besser als das ZDF ja. uns beide entlohnt hat. Sagen das wir ist, das mal so. Das ist absolut richtig. Wiewohl ich eine hohe Corporate Identity habe dem ZDF viel zu verdanken. Ist aber alles wir waren gute Arbeitgeber und wir konnten alles warm essen. Perfekt. Ja, wunderbar. Ja, ja. Nur, warum bist du nicht weggegangen? Wegen der Vielfalt. Also erstens, man bekam so von den Privaten so 3 Jahre, also man musste, hätte mit den Rechten mitwandern müssen. 3 Jahresverträge, hoch bezahlt, aber mir ging es um die Vielfalt. Ich habe ja an 10, 15, 20, weil habe ich gar nicht mitgezählt, Olympischen Spielen teilgenommen. Mhm. Also habe Hockey kommentiert, habe Wasserball kommentiert, war Programmchef bei der Tour de France, war Programmchef bei der internationalen Vierschanzentournee. Also das war die inhaltliche Vielfalt. Das, was die wenigsten wissen, die meisten kennen dich deine Stimme, genau. Kommentator. Man muss ja seine Erfahrung auch irgendwo weitergeben. So, dann bin ich auch so ein, sag mal so nennt man das mal, betrieblicher Familienmensch. Ich kannte von der letzten Kabelhilfe bis zum Intendanten, kannte ich alle Leute. Ja, ja. So ein Teamgeist in der Redaktion, ein gemeinsames Reisen mit der ganzen Truppe, so ein bisschen wie Klassenfahrt. Mhm. Und also diese weichen Faktoren, ja. Also ja, ja. Ich war mit meinem Alltag so zufrieden, dass mir auch das Geld, was ich dort bekommen hatte, ausgereicht hat. Und ich wollte nicht den Rechten hinterher wandern und per Fax mitgeteilt zu bekommen, wo mein nächster Einsatz ist, sondern wir haben ganz gerne uns in die Augen geschaut und miteinander gesprochen, miteinander Programm gemacht. Auch jetzt haben wir den Fernsehpreis gewonnen, ja, für die WM in Katar. Jetzt haben wir den Fernsehpreis gewonnen für die WM in Katar und zwar auch gerade wegen dieser kontroversen Diskussion, die wir in der Redaktion intern geführt haben. Wie verkaufen wir diese Weltmeisterschaft? Hören wir irgendwann mal auf, nur zu schimpfen und zeigen wir auch mal den Sport? Ja, oder und da in diesem Dilemma steckten wir alle und die Diskussion und auch der Streit hat dazu geführt, dass so ein gutes Produkt dabei herauskam, dass wir den Fernsehpreis gewonnen haben jetzt vor wenigen Tagen. Nun hast ja vor einem Jahr aufgehört, wiewohl du auch noch andere Sachen, 1000 Sachen machst, also Hummeln im Hintern oder wie darf ich das sagen, aber es entsteht ja ein Nachwuchsproblem. Was rätst du denn einem, du hast ja einen Traumberuf, den viele Jungs haben wollen, Fußballkommentator, absoluter Traumberuf, Mädchen übrigens auch, die Schwester vom Töppi, vom Rolf Töpperwen. Die war Radio. Die war Radio, ja, aber Kommentator, die hat es weit gebracht, die hat es bis an die Spitze gebracht. Also Mädels auch, aber vorrangig wollen halt Jungs eben Sportreporter werden. Was empfiehlst du denn denen? Die Zeit hat sich komplett verändert. Das Internet spielt eine riesengroße Rolle, die Streamingdienste. Also es gibt ja viel mehr Jobs als früher. Dadurch, dass Europa League, Conference League, Champions League auf Streamingdiensten jedes Spiel gezeigt wird. Wir haben ja 1 oder 2 Spiele gehabt pro Spieltag oder so. Wir brauchten nur 2 Reporter. Die brauchen 40, 50. Ja. Also Demobänder hinschicken an DAZN, an RTL, an Sky und allen möglichen. Das ist ja alles PTV. Das ist ja alles nur noch, fast alles nur noch im PTV. Ja, und da kann man sich, das hat auch wiederum den Vorteil für junge Reporter, dass das nicht so viel gesehen wird. Kann man sich noch einen kleinen Fauxpas leisten? Genau, bei meinen ersten Atemzügen, da haben schon 20 Millionen Leute zugeschaut. Ja, ja? Also mit dem Druck musst du erstmal umgehen. Ne? Ja, klar. Den Druck hast du jetzt heute nicht mehr, dafür kriegst du auch weniger Geld, weil diese ganzen Streamingdienste zahlen kleines Geld für diese Spiele, die man überträgt.
Und da vorne ist ein großer, was ist das, eine Hochzeit am Kurhaus in Wiesbaden? Donnerwetter. Oder eine japanische Reisegruppe. Das Kurhaus, da sehen wir jetzt gleich wieder. Das Kurhaus ist natürlich ein ganz beliebtes Fotomotiv. Jetzt sag mal, die ganzen Nachwuchskollegen von dir, die werden ja auf jeden Fall in der nächsten Zeit viel zu reisen haben. Denn, ich will auf ganz was Bestimmtes hinaus, denn die übernächste 2030 WM wird auf drei verschiedenen Kontinenten stattfinden. In Lateinamerika, in Afrika und in Europa. Sag mal, ist das eine Schnapsidee oder was? Ja, das ist eine Schnapsidee und widerspricht sämtlichen Aussagen der FIFA, dass sie ein bisschen noch nachhaltiger agieren wollen. Ja, da muss man reisen, Mannschaften, Fans, Funktionäre, alles. Das hat aber einen Hintergrund. Dadurch, dass die WM 30 auf drei Kontinenten stattfindet, wie du gerade sagtest, Südamerika, Afrika und Europa, und turnusgemäß eben diese drei 2034 nicht dran dürfen, ist die Tür weit offen und genau das ist der Plan für Saudi-Arabien 2034. Das ist der Plan der FIFA. Die wollen den nächsten großen Geldgeber, Moral hin, Moral her. Gegen Katar ist Saudi-Arabien fünfmal kritischer zu betrachten. Spielt aber keine Rolle. Der Hintergrund dieser Entscheidung ist, zumal, klar, ich verstehe das mit Uruguay, 100 Jahre Weltmeisterschaft, 1930 ging es ja los, war die erste WM. Und die haben sich auch beworben, Uruguay, Argentinien und Paraguay. Alleine, ohne Afrika, ohne Europa, hätten wir es denen so gegeben. Ja, hätte vielleicht Afrika oder Europa. Der hätte vielleicht Europa oder Afrika die Hand gehoben und hätte Konkurrenz zu Saudi-Arabien bekommen. So ist es praktisch konkurrenzlos außer Ozeanien. Das ist der Hintergedanke. Du bist ja wirklich ein Wahnsinnsfußballexperte. Aber jetzt habe ich noch. Ich habe was, was vielleicht keiner weiß. Ich glaube, du hast das noch nie gesagt. Du hast Bela Reti. Ja. Ich krieg die Krise. Hat eine Nacht im Gefängnis gesessen. Was hast du denn angestellt? Das war nach dem Abitur. Das entschuldigt dich nicht. Aber ich war schon volljährig. Ich habe unerlaubt auf der französischen Autobahn Anhalter gemacht. Das ist verboten. Also an so einer Auffahrt, da kam so ein, ich weiß nicht, wie der ADAC in Frankreich heißt, also so ein Server und wollte mich relativ brüsk wegschicken. Gab als Reaktion einen Mittelfinger. Und fünf Minuten später kam dann die Polizei, die sehr unsanft sein kann in Frankreich. Es war ein großer dunkelblauer Citroën mit Gittern. Da haben sie mich reingefeuert. Ja, also war Chalon-sur-Saône war das noch genau, weiß ich noch genau. Und dann hieß es Geldstrafe oder Knast. Ich war Student, also eine Nacht Knast. Aber die brauchten einen dritten Mann für ein bestimmtes Würfelspiel. Ach so. Die haben mich um 2 Uhr morgens geweckt. Die haben mit der Polizei dann gewürfelt, ja, also ich vor der Zelle. Und die haben mich dann am nächsten Morgen um 5 Uhr an irgendeine Landstraße verfragt und gesagt, so, ich sehe, hier könnte ich weiter treffen. Eine schöne Geschichte. Ja. Bela, was hast du denn auf deiner Bucketlist? Auf der Bucketlist? Ja, ich will die Panamerikaner mal runterfahren, von Alaska bis Chile. Eventuell sogar... die Panamerikaner? Die Panamerikaner runterfahren, genau. Eventuell auch mit einem... Panamera. Mit einem Film, das ist schon oft verfilmt worden, die Panamerikaner, aber nur die Sehenswürdigkeit. Ich würde was anderes machen. Ich würde in Alaska starten, den Tageszähler auf null und sagen wir mal, nehmen wir eine Zahl, 200 Meilen, egal was da ist, da bleiben wir stehen. Ob ein Tankwart ist, der ausgewandert ist aus Finnland oder eine Pflanze, die nur dort wächst oder eine Familie, die dort lebt und kleine Geschichten am Rande des Weges. Das ist die Idee. Schön. Das ist die Idee und möglicherweise auch mit Leuten, die Teilstücke mit mir fahren können. Ich will sie ganz runterfahren, vielleicht in zwei Teilen. Also ein halbes Jahr bis zur Mitte und im nächsten halben Jahr runter bis Patagonien auf den Spuren von Bruce Chatwin. Ja, ja. Also da hast du auf jeden Fall... eine bequemere Lösung dir ausgesucht, die wohl da schon eine Wahnsinnstour ist, als viele. Bin ich kürzlich erst ein begegnet, der sagt, also die Panamerikaner, die muss ich mit meiner Harley fahren. Ja, das machen ja viele. Nein, mit dem Allradbus. Ja, genau, das ist besser. Also das ist so besser für den Rücken. Ja. Wir sind ja schon alle über 50. Ja, aber nur unwesentlich. Ja, genau. Bela, ich danke dir. Das war ganz toll. Habe ich zu viel geredet? Nein, um Gottes Willen, das war gerade toll. Wir haben... eine knappe halbe Stunde, ein Format, das mir richtig Spaß macht, weil da kann man auch ein paar Sachen loswerden. Super. Bitte. Alles Gute. Danke dir, Bela. Wir hören uns. Ne? Danke dir. Und du schickst mir das mal zu irgendwann. Das mache ich. Ja? Genau. Ciao, ciao. Gute Zeit. Ciao.